Matteo testet heute den Feuerraum. Doppelpunkt. Trim. Ich liebe dich. Trimworld. Hey, wenn Feuerraum getestet wird, muss niemand in Deckung gehen. Da besteht keine Gefahr, okay? Ja. So. Willkommen YouTube bei einer neuen Folge Trimworld, bei der ich versuche, diesen gottverdammten Planeten zu verlassen. In der letzten Folge haben wir episch überlebt, einige Angriffe abgewehrt. Milchbaum ist gerade inspiriert und kann ein Tier zähmen nach unserer Wahl und es wird glücken. Deswegen haben wir uns überlegt, welches Tier wir zähmen könnten, was es am meisten bringen würde. Dann darüber hinaus haben wir unsere U-Defense upgegradet und ausgebaut. Also die ist fast final. Und ich habe mich dazu entschieden, einen Feuerraum zu bauen. Das Ziel dieser Folge wird es sein, den Feuerraum zu finalisieren und einmal zu testen. Das heißt, wenn ein Angriff kommt, werden wir versuchen, den Feuerraum zu benutzen, um den Angriff abzuwehren. Dann haben wir Strom seit vorletzter Folge, glaube ich. Und diese Folge werden wir den Nährstoffpastespender bauen, den ich eigentlich letzte Folge schon bauen wollte, aber immer wieder abgehalten wurde von verschiedenen Ereignissen. In der Kolonie sind aktuell Chat, dann unsere verliebte, verlobte, verheiratete Milchbaum, dann Donny, der immer ein bisschen spannt, während hier irgendwas passiert. Dann ist Trill mit dabei, der lebt hier unten neben Keklak. Die beiden essen gerade in Ruhe. Es ist gerade Sommer. Eigentlich muss ich jetzt dafür sorgen, dass wir so viel Essen herstellen, dass wir durch den Winter kommen, ohne zu hungern. Dafür haben wir hier Heugras angepflanzt und hier neben dem Reis auch Mais. Weil Reis mit Mais ist sehr gesund, habe ich gehört. Entdeckung! Jesus, war das laut. So. Und das ist im Prinzip der Stand. Wir haben hier unseren Batterieraum, haben wir kurz umfunktioniert zu einem Gefängnis, haben ein paar Leute reingesteckt. Die haben versucht auszubrechen, wir haben die erschossen. Also Business as usual, würde ich sagen. Okay, ich lass mal weiterlaufen. Wir müssen auf jeden Fall diese Tür hier reparieren. Dann müssen wir den Kollegen hier einfangen. So. Sterben die beiden Gefangenen hier? Nee, ne? Die haben wir... Ah, stimmt. Das hier war Johnny. Der war super immun. Hier. Und der hat eine Superimmunität. Das heißt, wenn der eine Wundinfektion entwickelt, heilt der schneller, als die Infektion sich ausbreitet. Das ist krass. Vielleicht sollten wir den versuchen anzuwerben. Aber nee, war der nicht loyal? Ah, der war absolut loyal. Den können wir nicht anwerben. Dammit. Dann hat mir, glaube ich, gesagt, wir nehmen ihm alle Arme und Beine und Kiefer und Nieren raus und so, ne? Damit wir ein bisschen noch Medizin skillen können. Der hier war auch absolut loyal und der hier nicht. Aber der verweigert Gewalt. Also im Prinzip alle, die drei, sind für uns nicht wichtig. Ey, dann lass einfach, dass wir die freilassen, komm. Vielleicht stellen wir uns dann ein bisschen gut mit der Fraktion. Weil umso länger wir die durchfüttern, umso weniger Essen haben wir für den Winter. So, okay, das haben wir hier. Ich wollte Nährstoffpastespender bauen. So, wir gehen auf Produktion. Hier, wir drehen ihn hier rein. Ah, das Regal muss weggenommen werden. Versetzen. Versetzung gefährdet. So, machen wir das hier hin. Ich glaube, ich lasse das Chat machen. Was? Ach nee. So. So, wir setzen das um. Perfekt. Felder werden abgebaut und bebaut. Wir schauen mal ganz kurz in die Arbeitsaufteilung. Wir haben bei Kochen ist Chat. Okay, die ziehen weiter. Wir hatten, glaube ich, mit denen gehandelt, ne? Hier ist Chat auf jeden Fall bei Kochen auf eine 1. Bei Jagen haben wir Milchbaum auf eine 1. Bei Bauen ist es Donny. Bei der Feldarbeit haben wir zwei Leute auf der 1, damit wir genug Essen herstellen können für den Winter. Tiere zähmen. Ah, stimmt. Wie lange hält es noch an bei Milchbaum?
Wo sieht man denn den Buff? Wette eröffnet. Wo sieht man den Buff von Milchbaum, wie lange er noch anhält? Wo steht das? Irgendwo hier steht das, oder? 7,7 Tage. Wie seht ihr das? Ich will es auch sehen. Ich will das auch sehen. Wo steht das? Bei Stimmung. Kann ich, wo steht das? Ich, kann nicht lesen. Wo soll ich lesen? Unten links. Links, hier ist. Ah, hier. Inspirierte Zähmung läuft ab in 7,7 Tagen. Sehr gut. Jetzt habe ich auch, jetzt weiß ich auch, wo man das lesen kann. Wieder was gelernt. So. Ja, okay, 7 Tage haben wir noch Zeit. Was haben wir denn für Wildtiere hier? Wo würde es sich denn lohnen? Mann, ein Huhn wäre geil oder eine Ente. Episch. Oder ein Muffalo, ein Weibchen. Alpakas? Warum Alpakas? Das ist nicht das erste Mal, dass du das suchst. Ich habe das noch nie gesucht. Vielleicht kommen noch krasse Tiere in den 7 Tagen. Ja, wir sollten es vielleicht nicht sofort benutzen. Vielleicht kommt echt noch... Was ist, wenn wir so ein Alpha-Trumbo oder so... Was? Wolle ist teuer und easy zu halten. Hm. Okay, also für Wolle könnte man das echt probieren. Guck mal, wir lassen die alle frei, wie geil. Look at them, wie sie abhauen. Wie schnell der ist. Wir haben keinen Plus bekommen bei der Fraktion. Welche Fraktion war das? Eben stand da was. Die sind immer feindlich. Die können nicht gut werden, oder was? Matteo, wie macht ein Trumbo? Oh, fuck. Wie eine Trompete, oder? Eine Gruppe Außenweltler ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Fuck. Die sind... Die haben krasse Waffen! Repetiergewehr, leichte MP, Revolver und Pistole. Okay. Okay, wisst ihr, wer unsere Defense nicht wieder aufgebaut hat? Ich. Und wisst ihr, wer die U-Defense noch nicht ready gemacht hat? Ich. Aber wir können die trotzdem benutzen. Ich muss einfach nur diese Tür hier unten schließen. So, die Tür ist dann geschlossen und dann laufen wir hier hin und laufen hier hin. Dann müssten die da durchlaufen, in der Theorie. So, dann alle anderen. Chat schläft, das ist gut. Milchbaum ist hier drin, ist gut. Donny schläft, ist gut. Trill ist hier. Alle sind in Sicherheit, okay. Soweit, so gut. So, die Tür wurde geschlossen. Die Tür ist jetzt offen. Die lassen wir jetzt auch offen. Wait, wer hat denn das hier zugemacht? Gronkh? Gronkh war es nicht, ich war das. Warte mal, sind es mehr geworden? Warum sind es 9? Waren es nicht gerade eben noch 4? Warum sind es 9? Legendär! Oh nein, die wollen durch die. Die kommen durch die Wände. Die wollen die Wände kaputt machen. Ich kann mich nicht rasieren. Ich habe Urlaub. Ich habe nächste Woche Urlaub. Waren die ganze Zeit 9? Okay, sah nicht so aus. So, dann die oberen müssen dann abgehalten werden von. Und was hat der für eine Waffe? Bogen. Donny hat einen Revolver. Milchbaum hat nix. Scheiße. Geben wir Milchbaum Flammenwerfer.
Ja, wir geben ihm einen Raketenflammenwerfer. Chat hat einen OC. Okay, wir gehen in Kampfmodus. Wir gehen mit allen in Kampfmodus. So, Kekla kommt wieder zurück. So, okay. So, wo wollen die durchbrechen? Hier? Wir werden uns hier aufstellen, voll reinhalten, würde ich sagen. Müssen wir erstmal den Flammenwerfer holen. Hier mal, lassen wir die Tür auf. Stellen uns hier auf. Ne, oder wo wollen die hin? Warte mal! Mobot, du Sau. Du dumme Sau. Unser eigener Mobot verrät uns. Tür zur Basis ist zu. Nee. Die Tür zur Basis ist auf. Ah nee, stimmt, die hier. Kommen die jetzt rein? Nein. Shit! Okay, welche Wand will der angreifen? Okay, wir müssen, glaube ich, erst... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, also warte mal. Milchbaum hat den Flammenwerfer, oder? Hallo. Oh, hallo. Okay, dann verteidigen wir erstmal die Innenbase. Okay, das heißt, alle... Warte mal. Milchbaum ist in den Kampfmodus. Alle gehen hier hoch und verteidigen hier. So, die hier kommen hoffentlich in die Base rein, oder? Warte, warum ist das auf? Aber hier ist zu, ne? Ja. Okay, die machen hier auf. Die machen hier auch auf. Oh mein Gott. So, wir machen diese Tür wieder zu dann. Die hier kann aufbleiben. So, okay, so weit, so gut. Die werden hier reinkommen. Das kann ich nicht ändern. Wir müssen jetzt koordiniert immer da ab. So, gehen wir hier in Deckung. Chat geht hier hin. Trill dahin. Flammenwerfer. Milchbomb geht hier hin. Shit, der hat aber hier Deckung, ne? Die kommen hier rein, ne? Hier kommt einer rein. Der steht aber in den Fallen hier wahrscheinlich, ne? Die machen die Wände hier überall kaputt. Niemand nimmt unseren Fallengang. Trill braucht eine Pistole, der ist der beste Schütze. Passt schon, passt schon. Warte, was ist, wenn wir gegen reparieren? Also es gibt hier einen Zugang, den könnten die nehmen. Machen sie aber nicht. Wer hat wo Feuer gelegt? Die haben mein Feuerlager angezündet. Okay. Warte, warte, warte. Was ist, wenn wir rückwärts verteidigen? Was ist, wenn wir hier hingehen? Weil dann nehmen sie den Fallengang ja rückwärts. Gronkh? So.
Nee, warte, ich bin dumm. Dafür hätte die Tür aufbleiben müssen und wir hätten hier rausgehen müssen. Okay, der will jetzt hier rein. Da brennt's, egal, das ist egal. Sind die hier durch? Nein, auch noch nicht. Okay, wir machen die Tür jetzt hier auf. Warum habe ich die verboten? What the fuck? So, also wenn die hier durchlaufen, dann wollen die hier rein, hier und dann können wir die forcen, dass sie da lang gehen. Das heißt, wir stellen uns dann hier rein. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlau war das, Milchbomben-Flammenwerfer zu geben, wenn wir Holztüren haben? Schon 10, oder? War schon 10. Also viel schlauer geht's eigentlich gar nicht. Warte mal. Okay, wir kämpfen hier an verschiedenen Fronten. Geh mal hier hin. So, du gehst dahin. Du löschst hier. Und die Tür muss geschlossen werden. Die Tür ist auf, die werden hier gleich reinkommen, ne? Oh, will hier reinkommen, okay. Interesting. Alright. Okay, der brennt ein bisschen. I like it. Okay, ich muss hier einfach nur sehr kontrolliert und langsam rangehen an die Sache. Hier ist schon offen. So, Mobot kommt hier rein. Wir können aber hier gegen reparieren. Ja, genau. Gibt auf. Will jetzt hier langkommen. Perfekt. Die Tür ist zu. Wir lassen die offen. Ja, gute Shots. Gute Shots. Ist aber gut. Der ist gut. Gut gepanzert, der Mubot hier. Das gefällt mir nicht. Der hat null Damage. Ah, nee. Nice. Okay, Mubot down. 1 von 9 down. Tobi rennt auch schon weg, weil er gebrannt hat. So, Kevin rennt in den Fallengang. Jawohl, Kevin ist tot. Kevin ist tot. Let's go, let's go, let's go. So, die brechen jetzt hier durch. So, die kommen jetzt hier rein. Hier wird die Überwandkühlung angegriffen, okay? Und hier wird da angegriffen. Wir können, glaube ich, dagegen fighten. Was ist das? Aber eine Uzi, ne? Jetzt kann ich nicht. Die laufen jetzt außen rum. Wo wollen die angreifen? Wand. Nahkampf. Okay. So. Flammenwerfer werden wir nicht benutzen in unserer Base. Ist keine gute Idee. Wir stellen uns jetzt hier auf. Ja, gute Shots. Sehr, sehr gute Shots. Wir sind in Deckung. Trill! Keklack, schieß! Ist tot. Okay, wir haben hier eine neue Waffe. Wir geben Trill jetzt. Wie stark ist er verletzt? Okay, machen es so. Wer ist der beste Arzt? Bester Arzt ist Chat. Wir behandeln Trill jetzt on the fly hier. Wo sind die anderen? Die sind hier. Die haben unsere Kühlung zerstört. Aber es war eine Überwandkühlung, das heißt, wir können nicht eindringen in die Base. Die anderen wollen jetzt hier oben durchkommen. Wen wollen die angreifen? Stuhl. Die greifen Stuhl an. Hier ist nicht gut. Warte, was war das?
Der schießt! Drill, geh in Deckung! Nein! Geh zurück! Nein, kämpf nicht gegen den da oben, der ist euch schon im Arsch. Der stirbt doch sowieso von selbst. Trill, geh hier hin. Wie viele sind es? Es sind einige. Keckler greift an! Radiator Cat. Gute Shots! Gute Shots hier auf Senator Waffles. Okay, der kommt jetzt rein, aber der tritt in die Falle, oder? RIP. Geil. So, Senator Waffles auch schon auf dem Boden. Oh, es läuft gut, Leute. So, der greift jetzt hier vorne an. Ich glaube, wir gehen jetzt. Ich mache jetzt was Gewagtes. Geh mit Trill hier und schnapp mir die MP. Wir gehen mit den anderen aber hinterher. Jawohl. Ja, Kopfschuss. Ohoho. Ja. Ja. Oh, da ist hier hinten in Deckung. Shit. Ja, aber trotzdem gute Hits. Kopfschuss. Ja. Wie geht's, Drill? Sehr gut. Okay. Ja. Oh, Donny ist aufgestiegen auf Stufe 4 im Fernkampf. Okay, die wollen alle abhauen. Wir haben es geschafft. Also hätte man das besser lösen können als ich jetzt gerade hier? Ich glaube nicht. Unmöglich. So, jetzt aber mal ganz schnell aus dem Kampfmodus raus. Wir müssen das Feuer hier löschen. Sicherheitszone machen wir nicht. Wir machen unbegrenzt. So, das Feuer muss zuerst gelöscht werden. Von mir aus können die abhauen. Ist mir egal. Genau, jetzt wird Feuer gelöscht. Let's go. Okay, vielleicht müssen wir den hier doch kurz totschießen. What the fuck? Wer war das? Wir hatten den einfach so weggeknallt aus der Hüfte. Wo steht das? Logbuch. Okay. Ja, nice. So, Feuer löschen, please. Ja. Ich glaube, wir können unser Holzlager retten. Wenn alle mithelfen, kriegen wir das hin. Stell deinen Leuten mal ein, dass sie nicht fliehen. Stimmt, wo geht denn das nochmal? Hier, ne? Angreifen. Okay. Got it. So, ist oben auch noch Feuer? Ja. Ja, das haben die geschafft. Aber hier ist auch Feuer. Oh, oh. Ich mach mal die Tür hier auf offen stellen. Die hier auch. Die hier maybe auch. Kritischer, was? Wer bricht zusammen? Donny? Oh. Shit. Okay, wir nehmen mal den Zusammenbruch in Kauf. Ich muss erstmal das Feuer in den Griff kriegen. Das Gute ist jetzt, wir haben einen Haufen geile Waffen bekommen. Wir haben einen Haufen geile Waffen bekommen. Die sind hoffentlich nicht biokodiert. Nein. Repetiergewehr können wir behalten. Das hier können wir auch behalten. Wir haben eine Uzi noch bekommen. Hier liegt nochmal eine Uzi. Die sind alle. Wir haben insane gute Waffen jetzt. Sollen wir Keklak retten? Dann haben wir einen zweiten Keklak. Tod in 4 Stunden. Bio. Merkmale. Abstinenzler und neidisch. 39 Jahre alt. Fernkampf. 7 Doppelflamme Kunst. Intellekt Doppelflamme 8. Der ist schon nicht schlecht, ne?
Und der ist nicht irgendwie super loyal oder so. Könnten wir nehmen. Doppelkeck lag dann, ja. Den haben wir hier noch. Tod in 9 Stunden. Merkmale, mental taub, ist eigentlich geil. Und blutrünstig, das ist super gut. Tiere, Doppelflamme, Fernkampf 10. Oh, wir sollten die Maybe alle retten. 49. Doppelflamme bei Bergbau, Handwerk und Kunst. Habgierig, neurotisch, Drogeninteresse. Den vielleicht nicht. Senator Waffles maybe nicht. Kann Keklak sich selbst heiraten? Werden wir rausfinden. So, okay. Wie sieht's hier bei Mubot aus? Tod in 3 Stunden, aber Mubot hatte saugeile Klamotten, ne? Hier eine Schutzjacke. Wir sollten hier ausziehen erstmal. So, und das können wir direkt anziehen. So, dann Donny. Ich glaube, Donny muss sich mal in Bett legen, ne? Spielt Hufeisen, spielt zum Entspannung. Okay, ist auch gut. Die sind alle so ein bisschen tilt. So, wir retten erstmal Keklak. Feuer ist aber im Griff, ne? Ja, mehr oder weniger. Chat jetzt versucht jetzt hier oben noch zu löschen, ist aber in Ordnung. Es kann jetzt sein, dass wir alle ein, zwei, drei Mal flippen, aber wir werden jetzt stabilisieren, hoffentlich. Hier, wir werden jetzt nur einen retten. Wir werden nur einen retten. Oder zwei. Gerade wolkig war ja auch nicht schlecht. Wegen mental taub und blutrünstig. Wir holen beide. Denk an dein Essen. Wir haben doch hier genug Essen. Alles gut. So, wurde hier reingebracht. Wird der versorgt? Tod in 2 Stunden. Fuck. Okay. Auch hier eine Not-OP. Priorisiere Behandeln von Keklak, Rekrutiererin. Okay. Was kann der Bot? Weiß ich nicht. Aber wir nehmen jetzt nicht noch den Bot mit auf. Oh, Tod in 1 Stunde. Oh, wird es knapp. Okay, aber Chat hat gerettet. Wir sollten hier drin mal putzen auch. So, es wird gefüttert. Wird hier auch versorgt? Warum wird hier nicht versorgt? Jetzt. Okay, das sieht doch gut aus. So, wie viele Bauteile haben wir? Wie viel Stahl? Ich würde nämlich gern den Nährstoffpastespender jetzt bauen. Damit wir keine Lebensmittelvergiftung riskieren. Regnet es? Der reinigende Regen. Spürt ihr ihn auch? Ich spüre ihn. Okay. Wir müssen unsere Wände wieder aufbauen. Wir lassen erstmal alle schlafen. Haben die gegessen? Ja, 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 ja. Ja, ja. Warum schläft Milchbaum hier auf dem Boden? Ach so. Leute, ich sag's euch, die Ehe geht hier in die Brüche. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen jetzt das. Also, es ist notwendig, dass die beiden Verheirateten jetzt mal wieder eine Nacht zusammen verbringen. Milch. Wo sind denn die jetzt? Aufwachen bitte. Wo ist Chat? Der kocht. So. So, okay. Beruhigen wir uns erstmal alle wieder. Das war jetzt ein bisschen aufregend. Aber es gibt eine Party. Chat schmeißt eine Party. Jeder, der hingeht, wird sich durch soziale Interaktionen entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Geil.
Hier liegen halt Tote rum, aber erstmal Party machen. Wundinfektion bei Grad Wolkig. Okay, wir müssen die Party verschieben. Wundinfektion wurde behandelt und ist bei... Wir haben 44% Behandlungsqualität. Die Wundinfektion ist bei 3%, Immunität bei 3. Das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Schaut mal. Immunität hängt die Infektion leicht ab. Sehr gut. Risiko eines Zusammenbruchs bei Keklak und Donny. Ja, wir bringen mal die Waffen hier weg. Wir müssen die Leichen entsorgen. Wie haben wir das mit den Leichen gemacht? Wir haben die verbrannt, oder? Lass uns mal vielleicht so einen Raum bauen, in dem wir die Leichen reintun und dann immer alles abfackeln. Wir könnten die Leichen auch in unseren Feuerraum legen und den dann immer anzünden. Wäre das nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Das Brennmaterial in unserem Feuerraum sind Leichen. Oder in den Hühnerstall. Ja, geht beides. Malus? Ja, gibt einen kleinen Malus. Nee, hier drin ist eine Holzwand, das können wir nicht machen. Zwei Fliegen mit einem Flammenwerfer. Ja, okay, dann bauen wir einen kleinen Feuerraum. Wie viel Stein habe ich noch? Ich habe noch 300 Sandstein. Ist das hier Sandstein? Ja. Okay, wir bauen ein kleines Krematorium, okay? So, dann brauchen wir eine Zone, eine Abfallzone. Hier. Lager verbieten alles, bis auf Menschenleichen. Sagen wir prio-kritisch. So, weg damit. Hier liegt auch eine. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Sag mal, hier haben sich aber einen Haufen Leichen ange... Oh, da ist auch noch eine Uzi. Was hat ein Trill für eine Waffe? Uzi. Donny, Revolver. Ich jetzt eine Uzi. So, der hier auch weg. Die sind noch am Leben. Die Wände müssen wir gleich schließen. Was ist jetzt los? Quest verfügbar. Das ist irgendwie eine Außenmission. Warte. Nee. Außenmission machen wir nicht. Okay, let's go. Ofen neben Kühlschrank ist nicht so geil. Ofen neben Kühlschrank. Du meinst unser Krematorium neben der Kühlkammer. Ja, aber schau mal. Guck mal, geh mal zu dir in die Küche. Und guck mal, wo dein Herd steht. Und guck mal, wo dein Kühlschrank steht. Stehen die nicht auch genau nebeneinander? Gegenüber. Oh, ist natürlich schlau. Berserker gerade wolkig? Nein. Oh, nicht die Batterie! Ah, nee, attackiert Donny im Nahkampf. Okay, Donny ist okay. Ich dachte gerade, er will die Batterie angreifen. Okay, wie lange... Warte mal. Trainiert er seinen Reparierskill damit? Ja, guck mal. Alter. Was ist denn, was zur Hölle macht ein Milchbaum hier? So. Hört ihr auch so ein Summen? Kühlschrank nie neben den Herd oder Ofen. Kühlschrank benötigt dann mehr Strom.
Medizinischer Notfall. Aber wir müssen ihn wieder behandeln. Wir wecken Chat. Oder wer ist denn am zweitbesten in Medizin? Das können wir hier gucken, wenn wir einfach auf Arzt gehen und dann sortieren. Wo war das? Arzt. Zweitbeste ist Milchbau mit einem Skill von 3. Das reicht nicht. Wir nehmen Chat. Warum kann ich nicht behandeln? Ach so, weil Milchbaum das schon macht. Scheiße. Behandlungsqualität 8,9%. Aber wir haben schon gut Vorsprung, das schaffen wir. Milch. Sorry. Alles easy. Inspirierte Operation Chat. Oh mein Gott. Dank seines hohen Stimmungswertes hat Chat eine Inspiration erfahren. Wenn er das nächste Mal eine medizinische Operation durchführt, wird seine Chance auf Erfolg verdoppelt. Es besteht aber immer noch eine geringe Chance auf Misserfolg. Die Inspiration endet in 8 Tagen oder wenn die medizinische Operation durchgeführt wurde. Wow. Okay, wer wird jetzt operiert? Wer wird jetzt operiert? Aber die beiden will ich ja behalten. Wir könnten Donny eine Niere rausnehmen, weil er so Disrespect gegenüber mir hatte wegen der Challenge. Wegen Krabs, diesen Krabboss. So eine Respekt-Nieren-Operation wäre nice. Kannst du Donny kastrieren? Geht das? Trill braucht einen Messerraum, stimmt. Donny ist verwirrt. Donny hat einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war abscheulicher Schlafsaal. Shit. Ja, okay, vielleicht sollten wir das auch... Was liegt denn hier? Ja, warte mal, haben wir eigentlich alle gute Waffen? Ne, hier. Ich bin hier weg. So, Waffe, Uzi. Waffe, Flammenwerfer. Waffe, Uzi. Uzi, Uzi. Wir haben jetzt bei allen Uzis gleich. Und einen Flammenwerfer. Das ist eigentlich ziemlich geil. So, es wird gekocht. Das hier bringen wir weg. Die Kühlung. Wir gucken mal ganz kurz die Temperaturen. Temperaturen sind eigentlich gut in der Base. Liegt aber auch daran, dass draußen perfekte Temperatur ist. Was macht die Dev? Ja, stimmt, wir müssen mal hier dafür sorgen, dass wir wieder unsere Defense komplett aufbauen, ne? Gerade auch das Holz hier. Wir bringen das hier auch mal weg. Wir bringen das hier weg. Wir bauen mal diese Wand hier wieder auf. Wie krass die immer diesen Weg hier nehmen. So. Also die Tür ist offen, die hier auch. Das hier bringen wir weg. Der normale Angriffsweg wäre, wenn wir das hier zumachen, wir können dann das hier öffnen, damit die so einen richtigen Weg außen rum nehmen. Das heißt, die hier machen wir auf. Die Tür machen wir zu. Okay, das passt. Ist hier ein Blitz eingeschlagen? Okay. Pastaspender dauert noch. Stimmt, wir müssen den Pastaspender mal aufbauen langsam. Aber wir haben noch viel Mahlzeiten, das ist noch in Ordnung. Ist ein Nährstoffpastaspender eigentlich effizienter als Mahlzeiten zu kochen? Von der Mahlzeitverwertung her. Chippy, danke dir. Was brennt da neben dem Bett? Neben dem Bett brennt Donnys Lende brennt da. Ja, negatives Brummen. Wir müssen die Wände hier noch schließen. Haben wir Kalksteinblöcke? Nee, das ist Marmor. Also. Das wird jetzt ein bisschen Patchwork hier unten. Pastaspender ist eine gleichwertige Alternative. Okay. Ist gut zu wissen, dankeschön. Unsere Schlachtbank ist ja kaputt gegangen. Warum das? War das wegen Feuer?
So, also jetzt mal ganz kurz. Ist Donny wieder auf dem Damm? Nein, es kocht gerade niemand, aber wir haben genug Mahlzeiten. Sobald Chat aufwacht, bauen wir erstmal das Forschung abgeschlossen. Oha. Ey, Keklak ist eine Maschine im Forschen. Das ist insane. Geschütztürme könnten wir erforschen oder Gasdrucklader, um selber Waffen herzustellen, ne? Das geht aber auch über die Geschütztürme. Gasdrucklader, stelle Schusswaffen mit hoher Schusskraft wie Vollautomatik, Flinten, LMGs und schwere MPs her. Das will ich forschen. Geothermie lieber? Nee. Guck mal, unsere Batterie ist immer voll. Wir sind vor dem Chef im Geschäft und schneiden den Dönerschweiß frei. Wir brauchen keine Geothermie, noch nicht. So, ich will, dass das hier gebaut wird, damit wir erstmal die Leichen loswerden. Hast du schon Rekrutieren eingestellt? Nee, noch nicht. Okay. Vorratskapsel ist abgestürzt. Bitte Drogen. Drogen. Okay, und jetzt bitte ein Goldbarren in meine Hand. Gut, wir bringen die Drogen in die Base. Was soll schief gehen? Operieren und Tiere fangen. Ja, aber bei Tieren, wir haben... Ist hier was Krasses? Es ist noch nichts Krasseres dazugekommen. Wie viele Muffalos sind hier? What the fuck? Okay, wir zähmen ein Muffalo jetzt. Ein weibliches. Und dann versuchen wir eine Muffalo-Herde aufzubauen. Oder Alpakas. Wegen Wolle. Alpakas sind nice. Ja, sind sie. Okay, wir suchen uns eins raus, was jung ist. Aged 8. Das ist 8 Tage alt. Zähmen. Was ist das für ein Sound? What the fuck? Okay, mal gucken, ob es klappt. Muffalos geben doch auch Wolle, oder? Warte mal, Muffalo gibt Wolle und Milch? Warum will ich dann einen Alpaka? Achso, ist 8 Jahre alt. Er ist auch jung. Hey, Muffalo ist doch dann viel besser. Dann nehmen wir ein weibliches Muffalo. Wie alt ist das? 6 Jahre, okay. Ah, schläft. Fuck. Wachen die bald auf. Wie lange ist sie noch inspiriert? Noch 4,7 Tage, wir haben also Zeit. Milch wurde rausgepatcht. Beide Tiere geben Wolle und keine Milch. Oh, shit. Aber ein Muffalo hat mehr HP, oder? Wenn es kämpft. Alpakas nur schon wegen der identischen Frisur. Hast du eine Alpaka-Frisur? Freut mich. Unfähiger Koch, what the fuck. So, Donny baut es hier wieder auf. Konstruktion verbockt. Donny, jetzt bitte. Nur noch diese Wand, dann fackeln wir das alles ab. Alpaka ist Muffalo für Arme. Alpaka-Wolle ist besser. Was? Warum denn? Ich hab doch gerade eben... Was ist? Warum? 5. Ich hab noch keine Defense. Meine Wände sind noch offen. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh shit. Oh shit. Oh shit.
Oh shit. Shit. Sie werden sich vor dem Angriff vorbereiten. Okay, wir haben noch Zeit. Wir werden die Wände jetzt fixen, schnell. Warum ist er so langsam? Nein! Warum habe ich die Lebensmittelvergiftung? Why? Ist nicht mein Tag. Ah. Ah. Nee, komm du mal zurück. Kann der bauen? Oh Mann, wer hat gekocht? Irgendjemand hat mit dreckigen Pfoten gekocht. Die kriegen alle Lebensmittelvergiftung. Lebensmittelvergiftung. Abgefroren. Lebensmittelvergiftung bei Donny. Oh mein Gott, ich kotz alles voll. Ich schwör's euch. Schade, ich liebe die Kolonie. So, wir brauchen auf jeden Fall. Wir müssen sofort diesen Nährstoffpastespender bauen. Was passiert hier? Bitte baut die Scheiße zu, Mann. Wir starten gleich in Angriff. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch, wenn die jetzt gleich kommen. Wir starten in Angriff. Wir sind jetzt im Arsch. Wo wollen die hin? Lagerfeuer. Auf welchem Weg? Auf welchem Weg? Alle versammeln in der Mitte. Die kommen hier unten durch, oder? Pack sie nicht schnell. So, Donny, wenn du reinkommst, mach die Tür zu. Vielleicht laufen die dann außen rum. Donny, mach die fucking Tür zu. Wie langsam kann man laufen, Mann? Die haben sich gegenseitig abgeschossen. Ich liebe mein Leben. Friendly Fire. Die haben Matteo gemacht. Der stirbt in 14 Stunden deswegen. So, warte, der ist drin, ne? Tür zu! Tür zu! Tür! Ja, jawohl. Attackiert Donny im Nahkampf. Ja, try mal. Lauf mal jetzt außen rum, lauf mal durch alle meine Fallen. Bewegt sich, die bewegen sich. Okay, die gehen außen rum. I love it. Scheiße, der will reparieren. Nee, angreifen. Ist aber gut. Wir lassen den einen hier reinkommen, die anderen laufen außen rum. Wir vernichten den hier an der Seite. Wir gehen hier in Deckung. Gehen hier in Deckung. Milchbaum sollte was anderes nehmen als den Flammenwerfer, please. Ist hier nicht noch eine Uzi gewesen? Schlecht, schlecht. Shotgun kann man nicht benutzen. Tür auf zum Fallengang. Die Tür hier ist auf. Tür. Oh, warte. Warte. So, wo laufen die lang? Es dauert noch, bis sie ankommen. Es dauert noch. Wir haben noch Zeit. Hä? Warum geht die nicht zu? Sie geht zu. Dauert nur ein bisschen. So. Beruhigt euch doch mal ganz kurz. Ah, der hat abgedreht. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil die werden jetzt... hier ist zu. Okay, die werden noch nicht reinlaufen. Okay, sehr gut. Das heißt, wir stellen uns jetzt doch... Wir werden jetzt das erste Mal die U-Defense wirklich testen, so wie sie
geplant war. Geil. So. Milchbaum hat Waffe gewechselt. I love it. So, die werden jetzt hier reinlaufen. Hier, hier durch, dadurch, dadurch. Und dann hier lang kommen. Okay. Wir stellen uns jetzt ganz normal hier auf. Warte mal. Scheiße! Ja, das hat kein, das konnte man nicht sehen. Das war unmöglich für das menschliche Auge zu sehen, dass da eine Lücke war. Das ging nicht. Das konnte man nicht sehen. Das war unmöglich. Also die U-Defense bisher makellos. Kann man sich nicht beschweren. Kriege ich die Tür noch zu, bevor der hier reinbrettert? Nee. Ja. Es war eine Falle. Es war eine Falle. Es war alles so geplant. Genauso wollte ich's. So. So, die kommen jetzt hier rein. Das heißt, wir stellen uns auch hier auf. Ey, was soll die Scheiße? Er läuft doch hier lang. Warte mal, wo läuft denn der? Ich hab das hier auch offen gelassen. Ey, die U-Defense ist eine komplette Alphabet-Defense. Das ist kein U, das ist ein A, B, C, J. H, I, J, K, L, M, N, O, P Defense. Die laufen alle Buchstaben ab im Alphabet, bevor die in der Base sind. Okay, der rippt aber auch. Das ist gut. So, die läuft jetzt auch außen rum. Geil, das ist perfekt. Ja, wir haben gewonnen. Perfekt. Man hätte es nicht besser lösen können, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Muss man sagen. Also, das hätte man nicht besser machen können. Und der Letzte ist auch tot. Boah, das ist ein Labyrinth aus Fallen. Niemand blickt mehr durch. Das ist crazy. Es ist absolut crazy. So, warte mal, wo sind jetzt die ganzen Leichen? Jo, den bringen wir weg. Den bringen wir weg. Den bringen wir weg. So, war wieder perfekt gespielt. Also von meiner Seite aus. Quest abgelaufen, ist gut. So, wir müssen dann die Wände schließen. Dann müssen wir zähmen, sobald sie ready ist. Hier Milchbaum. Hier. Nicht genug Nahrung. Oh oh. Aber hier liegt doch Nahrung. Oder muss das irgendwie Heu sein oder so? Aber wir werden jetzt alles ready machen. Menschenjagendes Rudel? Was ist denn heute los? Ich hab nicht mal Zeit, irgendwas zu machen. Angriff? Vorbei, Angriff. Vorbei, Angriff. Ratten. 13 Ratten. Okay, wo war das Loch in der Wand? Hier. Kriege ich das noch zu? Nein. Die werden hier einfach reinlaufen und töten uns, oder? Kommen die direkt? Ja. Okay, wir brauchen ja Flammenwerfer, habe ich auch gerade gedacht. Aber ich glaube, mit Flammenwerfer fackeln wir die Base selber ab. Tür zu. Das ist keine Tür. Das ist eine kaputte Wand. Also wir könnten es versuchen auszusitzen, aber ich sage, wir können die abhalten. Wir kriegen die kaputt. Also, die laufen jetzt hier rein, dann laufen die den Weg hier und kommen hier rein. Wir stellen uns alle hier auf und ballern die kaputt. So, Kampfmodus.
Keklak hierhin. Trill hier. Chat hier. Donny hier. Milchbaum Mitte. Okay, sie kommen rein. Wir schaffen das. Es sind nur 13. Es sind nur 13. Mach die Tür unten zu. Wo? Welche Tür unten? Nee, nee, die sollen hier rein. Das ist eine gute Schießübung. Es sind nur 13, Leute. Es sind nur 13 schnelle Ratten. Wie wär's, wenn ihr auf die erste schießt und nicht auf die letzte? GG. Gute Defense. Keine unmittelbare Gefahr. Übrigens, einzige Damage, den der bekommen hat, war von einer Maschinenpistole. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das eine Ratte war. Ich glaube, eine Ratte hatte eine Maschinenpistole dabei. Okay. Gut. Können wir die noch essen, die Ratten? Ne, die sind vergammelt, ne? So. Okay, wir müssen aber jetzt wirklich mal unsere Defense fixen. Ey, die sind über Leichen, ne? Das ist ein einziges... Ich will nie mehr. Was ist hier los? Was ist für eine Folge? Ich will doch einfach nur in Ruhe leben. Ich will nicht dauernd... Lasst mich doch einfach nur die Kolonie aufbauen, Mann. Was ist für eine Folge, bitte? Mann. Okay. Was jetzt los? Berserker Keklak. Legendär! Radiator Cat. Fuck. Ich muss die Leute schlafen lassen. Milchbaum macht das alleine. Gib jetzt ein 1 gegen 1, Milchbaum gegen Keklak. Wetten werden angenommen. Okay, sie hat einen Revolver dabei, aber sie benutzt ihn nicht. Los geht's. Ja? Oh, au. Ja. Das lief schlecht. Okay, wir schicken den nächsten ins... in den Ring. Donny. Der hört aber nichts. Die kriechen hier beide parallel lang. Ein bisschen awkward. Aber guck mal. Keklak, links Schienbein gebrochen, rechtes Schienbein gebrochen, Prellung an den Beinen, linke Speiche gebrochen, linke Armprellung, der ist komplett im Arsch. Richtig, danke dir. So, come on, klatsch den weg jetzt. Komm, Donny. Ja. 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 Donny? Jawohl. Ich wusste, auf Donny kann ich mich verlassen. Sehr gut gekämpft. So. Er liegt eine Pistole. Ah, wir müssen Chat wieder wecken. Wo kriege ich jetzt Milchbaum hin? Aber sie stirbt nicht, oder? Nee, ist alles gut, ist alles gut. Base reparieren. Ja. Ich würde ja gerne, aber es ist ein bisschen...
Es ist ein bisschen, geht's hier drunter und drüber. So, okay. Wir müssen erstmal die ganzen Leichen auch hier wegbringen und so. Das ist einfach, das ist eine riesige Müllhalde im Prinzip. So, die werden versorgt. Wir haben nur noch eine Mahlzeit übrigens. Scheiße. Donny schläft. Wir müssen Chat, glaube ich, mal kochen lassen. Haben wir sogar. Was macht er gerade? Behandelt Keklack. Danach muss er mal kochen. Ich habe das Gefühl, Chat trägt die gesamte Kolonie. Alle anderen tragen nur zum Chaos bei. Bau doch lieber den Spender. Das dauert aber zu lang. Wir müssen jetzt einmal Mahlzeiten herstellen und dann bauen wir den Spender. Schlachtbank für die Ratten. Ich glaube, die Ratten sind vergammelt. Die können wir gar nicht schlachten. Deswegen, wir machen jetzt erstmal die Mahlzeiten. Dann können alle in Ruhe essen. Und dann werden wir den Nährstoffhaste-Spender bauen und dann geht's bergauf. Aber erstmal geht's bergab. Weil wir wieder eine Lebensmittelvergiftung haben. Sie liegt jetzt ohnmächtig auf dem Stuhl. Kotzt sie jetzt? Bitte. Kotz. Kotzt sie alles voll. Ja? Kriech weg und kotzt dann, bitte. Kotzt Donny vors Bett. Bitte, komm. Jetzt. Ja! Das ist unsere Milchbau, Mann. Let's go. Das ist auch mit Ansage. Und jetzt Sex. Okay, fast. Nochmal in Richtung Donny gekotzt. I like it. Und jetzt Sex. Ah, die hatten schon Sex. Habe ich es verpasst? Wann war das? Na gut. Ja, aber guck mal, wie gut, gut gelaunt Chat ist. Okay. So, na gut. Sind die beiden wohl genährt? Nein, gar nicht. Scheiße. Achso, Wertearbeit wird verweigert. Ah, die werden gefüttert von Chat. Und wieder macht Chat alles. So, okay. So weit, so gut. So, jetzt erstmal die Base wieder verriegeln. Oder wir bauen jetzt einfach mit Chat das Ding hier. Komm, wir bauen jetzt einfach den Nährstoffpastespender. Damit werden wir die Hälfte unserer Probleme direkt beseitigen. So, dann können wir von mir aus die Waffen hier wegbringen. Ich hoffe, es kommt bald ein Händler und wir können den ganzen Scheiß verkaufen. Wobei, die Repetiergewehre würde ich behalten. So, dann unser Holzlager müssen wir auch wieder aufbauen. Das wäre also... Oh, guck mal hier, wie viele Ratten hier liegen. So, hier wird wieder rumgekotzt ohne Ende. Ich glaube, wir müssen auch demnächst mal ein schönes Gefängnis bauen. Dass die Leute, die wir gefangen nehmen, dass sie sich wohlfühlen. Trichter an die Spender, stimmt. Ist es bei Diverses? Nee, bei Produktion ist es doch hier. So. Bauen erstmal drei Stück, es müsste erstmal reichen für eine Hälfte. Eine Gazelle wurde zahm. Okay, wait. Wenn wir eine Gazelle haben und wir zähmen noch eine, können wir Gazellen züchten? Geben Gazellen irgendwas? Geben die Wolle oder sowas? Steht das hier irgendwo? Fleisch. Ja, Gazellenwolle. Wer kennt's nicht? Ja, hä? Kann auch sein. Geben Steaks. Leder. Tür zu, damit es nicht für die Katze gekühlt wird. Ich habe keine Katze in der Kolonie. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst unseren Kühlraum hier. Ja, okay, dann weiß ich. Ja, kein Plan. Guck mal, die geben ja Wolle. Wir haben doch schon hier Schafe. Vielleicht sollten wir noch ein Schaf zähmen. Gibt es noch welche? Nein. Dann bleiben wir einfach beim Muffalo. So. So, wir haben einen Trichter schon hier. Lager, Priorität kritisch. Wir sagen, wir erlauben alles.
Kein Menschenfleisch, aber. Und Insektenfleisch auch nicht. So, dann müssen wir die Leute zuweisen auf Paste. Dann müssen wir das hier tragen. Wird in den Spender gebracht? Nein, nicht kochen! Hör auf zu kochen! In den Spender. Jawohl. Das hier wegbringen, das hier wegbringen, das hier wegbringen. So, dann die Türen hier zu. Was für eine Temperatur? Minus 17 Grad. Ist ein bisschen kalt, aber okay. So, dann können wir jetzt hier eine Zone reinmachen. Lagerzone. Hier oben. Und hier hinten. Und wir lagern hier Lager. Ich würde sagen, alles an Nahrung. Nichts Verrottendes allerdings. Prio bevorzugt. Okay. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Okay, soweit so gut. Zweite Tür auch noch zu. Ja, wird gemacht, sobald hier jemand reinläuft. So, dann können wir die zweite Überwand... Feuer. Warte, wo kommen die denn her? Wir brauchen eine Schlachterbank. Wer konnte nochmal bauen? Konstruktion? Bauen? Chat und Donny. Hey Donny, do it. Tierleichen im Kühlschrank erlauben. Haben wir die nicht erlaubt? Stimmt. Können wir eigentlich löschen, die Zone. So, es wurde auch geschlachtet inzwischen. Kreaturschlacht wiederhole für immer, perfekt. Look at this. Schaut mal, wie... Jetzt läuft die Kolonie aber. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. So, jetzt können wir die Defense wieder aufbauen komplett. Also, warte mal, unser Fallengang... Wie war nochmal die Logik? Wie war nochmal die Lauflogik? Also, die kommen durch unseren Feuergang... Wisst ihr noch, Anfang der Folge... Als ich wollte, dass diese Folge der Feuerraum etabliert wird. Welche? Es gibt Logik. Es gibt eine Logik hier. Die Leute laufen hier rein, laufen hier durch. Dann laufen die hier lang. Dann laufen die hier durch. Dann laufen die hier rein. Dann laufen die hier durch. Und hier kommen sie. Löcher schließen. Stimmt. So, sehr gut. So, das wird zugemacht. Das hier können wir alles reinholen. Boah. Schon wieder Berserker. Why? Unterernährung. Warum kümmert sich denn niemand? Wärter. Achso, weil niemand auf einer 1 ist. Kecklack, machen Sie das bitte. Okay. Wir sagen, Chat soll zusammenschlagen. Geht los. Schlägerei beginnt. Knock. Aber wir trainieren auch unseren Nahkampf. Das ist gut. Alter, Chat ist ja eine Maschine. Aber Nahkampf nur 3. Hä? Nicht einmal No-Hit-Run einfach. Das ist ja krass. Schlag. Das Loch am Fallengang muss noch zu. Das ist 100% korrekt. Und die beiden Türen müssen noch zu. Okay. Nice. So, die Base ist zugebaut. Sieht sogar fast aus, als wenn es gewollt wäre, hier mit diesen Hatches. So, wie sieht's bei der Batterie...
kotzen die sich gegenseitig voll. Werden die überhaupt rekrutiert? Widerstand 14,8, Widerstand 15. Wir müssen das hier mal abfackeln, glaube ich. So, Milchbaum. Wo ist denn der Flammenwerfer? Da. Sie kriegt jetzt sehr viel Malus, weil sie jetzt 200 Leichen sieht, aber sie ist sehr gut gelaunt. Weil sie hatte Sex. Okay. Ist das Nein, das ist Mindestrange. Und hier ist noch ein Loch. Scheiße. Ah, ist Mindestrange. Das heißt, sie müssen die Tür auf Aufhalten machen. Dann ein bisschen weglaufen. Dann reinschießen. Okay. Dann machen wir Zone, Heimgebiet. Wir nehmen den Bereich raus. Und wir sagen, lauf mal hier in die Tür und wir sagen zu. Aus da. Okay. Powerchat ist zu, ja. Er geht von innen. Er geht in einen brennenden Raum, um eine Wand von außen, die ihr bauen könnt von außen. Oh mein Gott. Alter, was ist mit euch los eigentlich? Was ist mit euch? Was ist mit euch los? Oh Gott. Okay, gut, ja, gut, gut, gut. Und Malus abgeholt, geil. Bitte geh doch da nicht rein, du dumme Sau. Sorry. Ich meinte nicht euch. So. Kurz Kinski zitiert. So. Zone. Ja. Wir haben die Tür verboten, alles gut. Schaut mal, wie die Leichen alle verbrennen. Wird dann mal überdacht währenddessen von Donny. Dach fehlt? Ist egal, ist okay. Okay. Oder muss die Dachzone entfernt werden wegen der Hitze? Warum überhaupt überdachen? Habe ich mir auch gerade gefragt, ihr habt recht. Okay, sehr gut. Hat funktioniert. Unser Krematorium wurde eingeweiht. So, haben wir noch Leichen irgendwo in der... Ah, wir können hier mehr Trichter bauen. Astra. Okay. Oh, denk bitte an die Fallen. Ja, wir denken jetzt erstmal, das hier wurde gefixt. Perfekt. Die Fallen werden jetzt gleich aufgebaut. Wir müssen das Holz mal holen. Reingelegt. So, wir holen das Holz rein. Dann bauen wir die Fallen wieder auf. Bringen das hier weg. Sagen Chat, er soll das hier auch aufbauen. So, unser Feuerraum wurde nicht ein bisschen weiter gebaut. Wieso wird das Krematorium geputzt? Wird's geputzt? Ich habe, glaube ich, Homezone weggemacht. Okay. Zweites Mafalozem. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wo ist denn unser erstes? Hier. Guck mal, wir haben einen richtigen kleinen Zoo. Steinwand zum Holzlager. Ja, wir sollten allgemein alles aus Steinen bauen. Wie viele Steine haben wir noch? Wir haben 297 Sandsteine. Wir ersetzen jetzt hier die ganzen Wände, die aus Holz sind. Die machen wir jetzt aus Stein, damit Feuer nicht mehr so ein großes Problem wird. Wir sollten auch alle Außentüren auch aus Stein machen eigentlich. Ey, guck mal, wie viel Holz. Geil. Boah, es läuft bei uns gerade, ne? Du hast Homezone automatisch erweitern an. Das wird immer mal wieder eine drüberlegen, wenn du in der Nähe baust. Wie kann man Homezone automatisch erweitern ausstellen? So, hab's getan gerade, danke dir. So, okay, das sieht doch echt gut aus. Diesen Tisch hier noch reparieren. Das hier auch noch reparieren.
das hier noch reparieren. Das hier können wir, glaube ich, jetzt echt abreißen, ne? So, dann reparieren, reparieren. Diese Mütze können wir wegtun. Kein Lagerplatz, wofür? Ah, für diese Mützen. Weil es eine schlechte Mütze ist, die verunreinigt ist. Okay, dann sagen wir hier Lager. Ist es hergestellt? Textilien. Und dann gibt es sowas wie verunreinigt hier. Oder ist nochmal Klamotten was anderes? Kleidung, hier, sorry. Kleidung. Erlaube verunreinigt. Biokodiert könnten wir eigentlich auch verbrennen, ne? Weil wir können es nicht benutzen. Verkaufen? Kann man verunreinigte Klamotten verkaufen? Nur sauber raus. Da steht nicht biokodiert. Oh, ich kann nicht gut lesen. Piep. Ich werfe meine verunreinigten Klamotten immer in die Waschmaschine. Das geht aber nur in Real Life und wenn man eine Mod hat, so wie Edo. So, okay. Das hier wurde auch eingestellt. Was für eine Temperatur sind wir? Was ist die Zieltemperatur? 21 Grad. Perfekt. Perfektus. Dann müssen wir aber diese Tür hier schließen, damit die Temperatur hier aufrechterhalten werden kann, ne? Ja. Wir haben 20 Grad im Schlafsaal, was auch unser Essensraum ist. Donny versteckte sich im Raum. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war hungrig. Wieso ist er hungrig, wenn wir Nährstoffpastespender haben? Was ist sein Problem? Alle sind auf Paste, auch Donny. Mag der keine Paste oder was? Merkmale träge. Okay. Warum schläft Chat jetzt eigentlich tagsüber? Wo ist Milchbaum? Rattenfleisch ist im Lager verdorben. Warum wurde hier Rattenfleisch gelagert? Was soll der Scheiß? Nahrung verbieten. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. Hier ist eh keine Nahrung gewesen, glaube ich, oder? Lesen. Weil wir keinen Schlafplan haben. Ja, okay, dann forcen wir schlafen bei Chat und bei Milchbaum. Wann geht man zu einer, wenn man verheiratet ist, wann geht man da schlafen? 23 Uhr? Und dann bis 7 Uhr morgens? Mitternacht? 21 Uhr! Als ob. Als ob. Immer nur dienstags. Wenn man Bock drauf hat und die bessere Hälfte nicht da ist. Ey, was ist jetzt los? Kältewelle. Okay, eine Kältewelle hat begonnen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Jetzt muss ich actually eine Heizung bauen, ne? Ein Radiator. Hier, nee, wir bauen es neben das Bett. Hier. Vielleicht müssen wir aber auch hier oben eine für Donny und für Chat und so hinbauen. Zwei müssten reichen, um den Raum jetzt zu wärmen, oder? Warum sind denn hier die Türen auf? Ja, für die Gefangenen, wir könnten eine Überwandlüftung bauen, maybe, oder? Damit die Gefangenen dieselbe Temperatur bekommen hier in dem Raum. So ein Lüftungsschacht, durch den die abhauen können, wie bei Prison Break. Der Radiator muss neben Keklaks Bett. Aber da muss auch eine Katze daneben, oder? Ich muss Kabel noch erweitern, I know.
glaube, so lange müsste reichen. So, haben wir nicht genug Stahl, damit die Dinger hier gebaut werden? Warum baut hier niemand? Ey, wir haben so viel Essen, ne? Ich glaube, wir müssen unser Krematorium abreißen und unseren Kühlschrank erweitern. Ah, die Gefangenen müssen auch auf Paste gestellt werden, stimmt. Paste. Paste. Schlechte Idee. Wieso? Das heißt, wir erweitern das Krematorium. Wir bauen das Krematorium jetzt hier in die Ecke. Ja. Ein Eingang dazu hier hin. Und die Wände reißen wir ab. Muss ja nicht schön sein, ne? Muss nur funktionieren. Keklack baut das direkt ab, geil. Denk an den Mindestabstand. Das reicht ja von der Temperatur her, oder? Locus Maximus, danke dir für 14 Monate, dankeschön. Da ist gar kein Krematorium. Ja, ich nenne das nur so, aber da werfen wir die Leichen rein und dann werden die abgefackelt. Was ist das hier? So, frisches. Ja, auch. Nur Menschenleichen kommen da rein, ja. Und es wurde überdacht. Das gefällt mir nicht. So, wir checken wegen Insekten. Kein Insektenspawn. Let's go. Heute bis 11? Ja, die Folge heute geht bis 11. 90 Minuten. Würde einfach die Einstellung der ersten Zone. Ja, wollte ich machen. Kopieren. Einfügen. Perfekt. Erweitern. Was war das? Feuer. Da ist echt eine Leitung geplatzt. Und jetzt brennt unser Mais. Mhm. Hallo. Mhm. Hallo. So, jetzt haben wir das ja auch angepasst. Nice. So, dann können wir das hier löschen. Und den bringen wir weg. So, und dann reißen wir das hier ein. Und erweitern unseren Kühlschrank. Und damit schaffen wir den Winter. Beim Windrad stört ein Baum. Oh. Das ist right. Okay. Wir könnten sogar noch mehr Felder anbauen, oder? Weil ich meine, warum nicht noch mehr Mais? Umso mehr Felder, umso... Oh, warte. Wo wurde das hier... Wer hat das hier geerntet und wo wurde es hingebracht? Das ist erfroren. Nein, ein halbes Jahr habe ich das angebaut. Dach noch drauf und Homezone erweitern. Wo soll ein Dach drauf? Ah, die Homezone muss hier erweitert werden, genau. Da muss auch ein Dach drauf, genau. Die Homezone muss verkleinert werden. Und das Dach haben wir hier runter, perfekt. So. Alright. Bring das Essen rein, sonst erfriert es. Das Essen erfriert nicht. Das ist ja gut, wenn das gekühlt wird sogar. Da sparen wir uns den Lagerplatz hier drin. Okay. So, aber es sieht eigentlich solid aus gerade, oder nicht? Also wir haben zwar nicht wirklich Progress gemacht beim Feuerraum, aber... Wir haben jetzt einen Nährstoffpastespender. Wir haben einen größeren Kühlschrank, der jetzt auch kühlt. Wir haben ein Krematorium. Wir haben einen halbwegs funktionierenden Fallengang.
Wir haben eine Tierkolonie, die sich vermehrt. Wir haben Felder, die Essen produziert haben. Dann machen wir bei der nächsten Folge den Feuerraum. Medizin erfriert nicht. Nee, die erfriert nicht. Die hält sich sogar jetzt mega lange. Die hält sich jetzt 3 Jahre. Brauchen die Leute kein Licht? Die Fackeln werden nicht aufgebaut, ne? Warum wird das nicht gemacht? Es könnte sein, dass wir den Tieren unseren Reis verfüttern müssen, damit die den Winter überstehen. Wir haben noch Strom. Ja, stimmt eigentlich. Wir brauchen keine Fackeln mehr. Wandlampe. Geil. Kann man hinter dem Regal eine Lampe bauen? Ja, ungeerntete Pflanzen. Ich weiß nicht, ob die hier erfrieren können. Maybe. Ja, das geht. Okay, cool. Ist der Reis gleich komplett futsch? Der hier? Nein, der ist geerntet. Das ist wie ein Kühlschrank jetzt, ein großer. Eine Heizung in Keklaks Studierzimmer. Wie viel Grad haben wir da drin? Oh ja. Das ist, das ist eine sehr gute Idee. Direkt neben die Backe. Und dann muss die Tür geschlossen werden, die hier. Ja, dann ist aber schlecht, ne? Weil dann haben wir keinen Zugang mehr zu unserer Base. Naja, darüber machen wir uns am nächsten Mal Gedanken. Ich mache jetzt hier Pause. Wir werden jetzt speichern. Es war auf jeden Fall eine angriffslustige Folge. Viele Angriffe und kein Feuerraum, nennen wir die. So, dann vielen Dank YouTube fürs Zusehen. Lasst Like da oder so. Würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir dann den Feuerraum bauen. Tschüss. Geil. Alright. Dann zurück zum Desktop. Habe ich gespeichert? Ja, gerade eben, ne? Stromleitung auch. Glocke nicht vergessen. Tschüss, YouTube.